Tasche, Leute, es ist wieder Montagmorgen, ja? Und daher gibt es mal wieder ein bisschen Retro-Klänge aufs Ohr. SimCity, ursprünglich aus dem Jahr 1989, dann nochmal von Nintendo 1991 auf den Markt geschmissen, so als kleine Neuauflage. Ich werde mal direkt eine neue Stadt anfangen. Ich kann mich noch so geil. Ich kann mich noch so haargenau dran erinnern, wie ich hier als kleines Kind saß und mir hier die Karten durchsucht habe. Ja. Welche Karte ist es, die ich brauche? Ja, mal Karte 43. Ich wollte mal so ein bisschen Wasser haben. Ja. Schauen wir mal. Der lädt halt ein bisschen. Ein bisschen viel Wasser. Das sieht überhaupt nicht schick aus. Nehmen wir mal Karte 45. So, das ist natürlich Berlin. Ist klar. Ja. Welche andere Stadt, wenn nicht die Hauptstadt? Ich will jetzt nicht Hardcore-mäßig spielen. Also, SimCity? Wie geil. Irgendwie konnte ich, glaube ich, auch schneller hier, oder? Warte mal, wie ging denn schneller? Ah ja, hier mit. So, womit fangen wir denn an? Als allererstes brauchen wir natürlich ein Kraftwerk. Und da ich ja genug Kohle habe, nehmen wir ein Nuklearkraftwerk. Weil Kohlekraftwerk hat direkt mal die Umwelt so kaputt gemacht, ja, dass die Umwelt schon wieder keinen Bock mehr hatte. Dann brauchen wir selbstverständlich ein bisschen Industrie. Die ballern wir hier direkt einfach mal in den Norden vom Kraftwerk quasi. Ja. Zack. Hier. Ja, gut, gut, gut. Ein bisschen mehr geht da noch. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Zack, zack. Dann selbstverständlich müssen da natürlich Straßen gebaut werden. Ja, ja, ist ja gut. Ich habe ja gerade erst angefangen, Mann. Jetzt reiß ich mal ein bisschen am Riemenspiel hier. So, dann braucht man natürlich noch eine Stromleitung. Zack, und dann können die Gebäude anfangen zu wachsen. Ja? Was fehlt natürlich noch? Wir brauchen Wohnungen. Die einfachste Methode, um Wohnungen hochzuballern, ja, waren folgendes. Man brauchte immer so einen 9er-Block. Warte mal, wie macht man denn jetzt hier einen 9er-Block? Oh, hier. Zack. 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 Schön erstmal verbaut. Macht aber jetzt erstmal am Anfang des Spiels zum Glück noch nichts. So, dann baut man hier schön. Ja. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und die wollen natürlich auch noch Straße haben. Zack. So. Und schon haben wir ein schönes Ding. Und da bauen wir in die Mitte jetzt ein paar Parkanlagen rein. Weil Parkanlagen steigern den Grundstückswert, senken die Umweltverschmutzung. Und das finden die ganz toll, die Leute. Zack. So, was fehlt jetzt natürlich noch? Gewerbe, richtig. Jetzt fehlt natürlich noch ein bisschen Gewerbe. Und deshalb bauen wir jetzt hier direkt neben die Wohnungen mal ein bisschen Gewerbe. So. Sehr schön. Auch die Gewerbeanlagen wollen natürlich hier ein bisschen begrünt werden. Ne? Soll ja auch, Berlin soll ja eine schöne Stadt sein. Nicht so wie in echt. Ne? Zack. Ja, hier neben das Atomkraftwerk, da will ja sonst keiner seine Geschäfte bauen. Ne? Klar. Bauen wir auch noch was hin. So, Stromversorgung. Und dann brauche ich natürlich eine Polizeiwache. Ja, denn, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. In SimCity, da lebt ja alles. Ja, und jetzt kann man sich hier mal die Lupe reinziehen. Da sieht man jetzt so ein bisschen, wie hoch die Gebäude sind. Ne? Es gibt High bei und Low bei Industrie. Das ist entweder geile Industrie oder Scheißindustrie. Und genauso gibt es das halt auch bei Wohnungen und Gewerbeanlagen.
So, und jetzt kann man sich hier mal die Map angucken. Von der Karte, von der aktuellen Karte. Und dann kann man sich hier durchklicken. Bevölkerungsdichte, ja, wie viel Bevölkerung haben wir hier zurzeit? Und dann sieht man, ah, ist noch nicht so. Ist noch alles ziemlich easy, ja. Dann guckt man sich mal das Verbrechen an und sieht, oh, was ist denn da passiert? Ja, kaum Einwohner, aber hier wird schon ordentlich geklaut. Dann kann man sich angucken, wo wird wie viel Geld produziert, ne? Also hier zum Beispiel rot, da ist eine Gewerbeanlage, da ist scheinbar der Grundstückspreis ist das hier. Ja? Da, rot, das ist halt direkt am Wasser mit Parkanlagen und so. Rund ums Industriegebiet ist halt meistens nicht so geil. Und da kann man sich ja halt wirklich alles Mögliche angucken, wie die eigene Stadt gerade läuft. Oh. Geil, wa? Schöne Kleinstadt mit 2000 Einwohnern. Placing. Okay, also, das ist nämlich hier der kleine Futzki. Ja? Oh. Gut, also, was hat er gesagt? Er hat gesagt, hallo, du hast jetzt ungefähr 2000 Einwohner. Du kannst jetzt hier dein Bürgermeisterhaus bauen. Und das Bürgermeisterhaus, das ist ein Gebäude, was den Grundstückspreis extrem steigert und deshalb natürlich immer in die Mitte von diesen Neuner-Blocks gehört, theoretisch. Ja? Wenn man jetzt auf SimCityana-Art bauen will. Aber ich wäre natürlich nicht Grummel, wenn mein Bürgermeisterhaus nicht megamäßig ja? So sieht's aus. Wo wohnt der Bürgermeister? Ja. Der lässt sich nicht lumpen. Der wohnt aber mal richtig auf Witten auf dem Fluss. Es macht spieltechnisch jetzt keinen Sinn. Ja. Aber in SimCity geht's halt nicht immer darum, irgendwie die effektivste Stadt zu bauen oder was weiß ich, sondern es geht im SimCity auch ein bisschen darum, ja, dass man sein eigenes, ich sag mal, kreatives Gehirn, ne? Das möchte bearbeitet werden und deshalb baut man auch manchmal einfach nur schön. Einfach nur gerade so, weil man Bock drauf hat. Ja? So, jetzt kommt hier erstmal ein Polizeiding hin. Die Gewerbeleute, die mögen es nämlich überhaupt nicht, wenn da Polizei fehlt. Und ein Stadion, weil die Leute verlangen, glaube ich, eh gleich danach. Aber können wir gleich mal gucken. Eine Feuerwehr wäre vielleicht noch nicht so verkehrt da. Zack. Damit, falls es mal brennt, dass man hier auch wenigstens alles im Griff hat. Oh, oh, seht ihr diese kleinen schwarzen Ameisen hier? Das ist Verkehrsstau. Hm. Verkehrsstau verursacht Umweltverschmutzung, mögen die Leute überhaupt nicht, finden die Leute im Allgemeinen echt kacke. Und deshalb muss man sich darum irgendwie versuchen zu kümmern. Ich frag mal die Bevölkerung, was sie geil finden. Also, ich mache einen guten Job, 74%. Die schlimmsten Probleme sind die Steuern zurzeit. Ja, okay. Wenn das euer Problem ist, dann könnten wir ja mal die Steuern ein bisschen senken. Das geht nämlich auch, und zwar hier bei Tax Rates kann man jetzt die Steuern quasi senken. Das wird allerdings immer erst am Ende des Jahres gezählt. Und dann wird quasi die Bevölkerung jetzt von ihren, ja, wenn ich jetzt mich nicht verklicken würde, wäre super. Dann wird jetzt quasi die Bevölkerung von ihrem größten Problem hoffentlich dann, behoben. Oben rechts in der Ecke, hinter den Bevölkerungszahlen und eurem Geld, seht ihr, was wird im Augenblick gebraucht. Also Industrieanlagen brauche ich zurzeit nicht. Davon habe ich eigentlich genug. Sondern, oder war das andersrum? Braucht ich Industrie? Na, das kann man ja einfach mal testen. Ich werde mal einfach noch ein bisschen Industrie bauen. Und wenn das dann nichts verändert, dann wissen wir, man braucht keine Industrie. Ne? Clever, Grummel. Ganz, ganz clever. So, ballern wir hier einfach mal hin. Braucht man natürlich wieder auch eine Stromverbindung, weil die sonst
randalieren und weil mir das sonst auch hier ein bisschen abtönt ist, kommen hier natürlich noch ein paar Parkanlagen hin. Genauso wie hier. Also mir am Ende des Tages keiner vorwerfen, dass ich mich nicht um Berlin kümmere. So. Schön. Aha. Guck mal, hier wachsen schon ein paar richtig geile Gewerbegebiete hier. C3 schon. Appa ist so, naja, sagt man ja, ist jetzt auch kein Aldi mehr, sondern schon oben eine Klasse. Und C2, da wo der Grundstückspreis so hoch ist, C2 High, da ist natürlich, ne, da ist KDW. KDW, aber richtig KDW. So. Ach, ist Dezember. 1901 kommt gleich. Dann kann man sich nämlich mal die Steuern gleich angucken. Dann haben wir ein Jahr rum und 5000 Einwohner. Ich glaube, ich brauche gleich ein Stadion oder so. Irgendwas kommt bei 5000 Einwohner. Ah, die Steuern. Ja? Also bei einer Steuerrate von 6%. Hier sieht man, wie viel ich Geld benötige für den Transfer, also für Straßen, Schienen und so weiter. $100 kostet jede Feuerwehrstation und jede Polizeistation. Die könnte ich jetzt sagen, nö, versorge ich nicht die Schweine, ist mir doch egal. Aber wenn es dann brennt, ist nicht so gut. So. Jetzt sieht man hier auch, ich mache ein bisschen Plus zurzeit. 120, ah, ist nicht so viel. Mit $120 kann man genau ein Gebäude bauen. Also, ihr hört's, ja? Traffic Jam. Ich habe extreme Verkehrsprobleme. Ja? Die kann ich beheben, ein bisschen zumindest, indem ich Schienen baue. Direkt neben die Straße. Also öffentliche Verkehrsmittel finden die voll toll, die Bürger. Und finden die vor allen Dingen auch die, die Verkehrsanlagen ganz toll. So halbwegs zumindest. Also wie ihr seht, so richtig krass bringen tut's jetzt nichts. Ja, ist eher so ein bisschen auch Placebo-Effekt. Aber wenn die Leute das wollen, dann wollen die das. Ja, dann kannst du nichts machen. Was man allerdings wissen sollte, ist, dass Eisenbahnschienen auch als Straße zählen. Denn jedes Gebäude, was man baut, braucht einen Straßen- oder Schienenzugang. Ansonsten kann es nicht wachsen. Ja, geht einfach nicht. Wächst dann irgendwann nur auf Stufe 1 und dann ist fertig. Ende Gelände. Schienen sind allerdings recht teuer. Aber wenn man sich um Geld einen Scheißdreck kümmert, weil man zum Beispiel einen Schienen benutzt hat oder so, dann könnte man anstatt Straßen gleich überall mit Schienen anfangen und so dieses Verkehrsaufkommen, das Problem des Verkehrs, könnte man dann komplett beheben. Also würde es nicht mehr geben. Gäbe einfach keine Verkehrsprobleme. Gut. Hier haben wir jetzt ein Fußballstadion hingeklatscht. Ich hoffe, es ist ein Fußballstadion und nicht so ein Baseball-Scheiß oder so. Dann ballere ich mir hier noch ein paar Grünanlagen hin. Aber nicht den Park, also nicht den Wald zerstören. Ne? Das fände ich jetzt uncool, Parks zu bauen, wo ursprünglich Wald ist. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ja, ja, ich weiß, eigentlich wohnt es sich, glaube ich, nicht besonders toll direkt neben einem Fußballstadion, aber... Da müssen die Jungs durch. Ja, knallhart. Ey, nicht. Da muss man halt auch mal Arschbacken zusammenkneifen und sagen, okay, Jungs fürs Team. Zack. Dann kommen hier noch ein paar Parkanlagen hin. Ja, sehr schön. Na, und jetzt läuft da die Stadt. Kannst du doch nicht meckern. Sieht doch super aus. Mein Geld habe ich auch schon fast ausgegeben. Und damit komme ich jetzt langsam in die Phase, wo ich wirklich überlegen muss, wie investiere ich mein Geld möglichst gewinnbringend in viel Refinanzierung, in viel Geldeinnahmen mit möglichst wenig Aufkommen. Ja? Und da habe ich als Kind halt festgestellt, dass diese 9er-Blocks bzw. 8er-Blocks mit in der Mitte Platz für ein Sondergebäude, das ist halt die effektivste Art und Weise zu bauen. Aber es muss ja nicht immer schön sein. Ja? Es kann ja auch einfach mal Berlin werden. Ja? Und ich werde jetzt noch ein bisschen weiter simcitisieren, werde mich hier ein bisschen erfreuen und wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch mal wieder Bock bekommen auf dieses Oldschool SimCity, weil ehrlich gesagt, viel schlechter als die neuen SimCities ist es gar nicht,
es ist SimCity, es macht Laune. Und wer sich an so Städteplanungen erfreut, der wird mich verstehen, was ich sage, wenn ich meine, wow, bis nächsten Montag. Tschüssi.